Statt wie sonst mehrere Kilometer durch die Innenstadt, geht's diesmal eben hier entlang. Der traditionelle Kölner Rosenmontagszug soll dieses Jahr durch das Rhein-Energiestadion führen. Der Zugleiter verspricht dennoch Großes. 4.700 Jecken werden in Summe durch die Arena ziehen. Darüber hinaus zahlreiche Tanzgruppen, Spielmannszüge und auch Pferde. Schunkeln in der Stadt geht trotzdem mit Impf- und Testnachweis. Die Jecken sind zwiegespalten. Ich liebe den Karneval, ich liebe besonders den Kölner Karneval. Allerdings habe ich jetzt die letzten 2 Jahre ausfallen lassen und werde auch dieses Jahr den Karneval ausfallen lassen. Die Leute denken einfach nicht mehr nach, wenn sie feiern. Kann man auch verstehen. Und ich denke mal, die Zahlen werden dadurch auch steigen. Während die Kölner auf ihr Stadion ausweichen, findet in der benachbarten Karnevalshochburg Düsseldorf an Rosenmontag gar kein Umzug statt. Er soll aber am 29. Mai nachgeholt werden. In Mainz ist das Spektakel komplett abgesagt worden. Stattdessen haben die Designer der Motivwagen eine Pop-up-Ausstellung organisiert. Schließlich soll auch in diesem Jahr kein Politiker vom närrischen Spott verschont bleiben. Ich versuche ja immer, die Leute einigermaßen erkennbar hinzukriegen. Manchmal ist Habeck zum Beispiel sehr schwer, weil der hat wenig Markantes, keine lange Nase, keine abstehenden Ohren. Und trotzdem versuche ich die dann immer als Karikatur, dass jemand nicht ewig rätseln muss. Rätseln, das ist in Köln nun auch vorbei. Der Zug wird stattfinden, die Wagen sollen anschließend in der Innenstadt ausgestellt werden.